Was genau ist ein Omega-Loop-Magen-Bypass? Der Omega-Loop-Magen-Bypass oder auch ein Anastomosen-Bypass, den operieren wir jetzt hier gemeinsam. Zunächst bilden wir eine Magentasche, den sogenannten Pouch. Wir trennen den großen Teil des Magens von einem kleineren ab. Wir haben hier die Speiseröhre und hier die Magentasche. Und hieran suchen wir uns jetzt den Dünndarm auf und verbinden den Dünndarm mit der Magentasche, sodass die Nahrung wieder über die Speiseröhre durch die Magentasche und in den Dünndarm gelangen kann. Und dann trifft sie hier auf die Verdauungssäfte, die aus diesem Bereich, dem Restmagen und dem Zwölffingerdarm und der Galle aus der Leber hier durchfließen. Und ab hier findet dann die Verdauung statt. Wenn Sie jetzt den Dünndarm ansehen, dann sehen Sie, dass der eine solche Schlange abbildet. Und das ähnelt dem griechischen Buchstaben Omega. Deswegen hat dieser Magen-Bypass den Namen Omega-Loop-Magen-Bypass erhalten.